Seid gegrüßt, ihr lieben Tierkreiszeichen. Vielen ist nicht bewusst, dass jedes Tierkreiszeichen einen Planeten als Herrscher hat. Tatsächlich haben die unterschiedlichen Planeten unseres Sonnensystems ein Zuhause. Das Zuhause, auch in der Fremdsprache Domizil genannt, ist das Tierzeichen, in dem sich ihr spezielles Wesen am stärksten ausdrückt und das ihnen letztendlich entspricht. Es ist ihr Herrschaftsbereich, in dem sie sich am stärksten ausdrücken können. Stärker als jeder andere Planet, der dort gelegentlich zu Besuch ist. Wenn wir etwas über Tierkreiszeichen und den Tierkreis erfahren wollen, in dem sich die Geheimnisse der Welt spiegeln, müssen wir zuerst die Herrscherplaneten kennen. Verstehen wir die einzelnen Planeten, begreifen wir auch die vielen unterschiedlichen und im Kern doch ähnlichen Aussagen, die es über die Tierkreiszeichen gibt. Die Herrscher der Tierkreiszeichen verraten uns, wie ihr Domizil, ihr Zuhause aussieht und welche Bedeutung sie haben. Ich stelle euch die einzelnen Tierkreiszeichen mit ihrem Herrscherplaneten vor. Die ersten 6 Tierkreiszeichen sind heute Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe und die Jungfrau. Die Herrscher des Widders und die ersten Tierzeichen ist der Kriegsgott Mars, der Planet, den wir im positiven Sinne für seine Tatkraft und sein Durchsetzungsvermögen schätzen. Wir fürchten ihn aber auch wegen seiner Streitlust und Neigung zur Gewalt. Genauso müssen wir den Widder verstehen, der sich den Mars einverleibt hat und von der Widderzeit geprägt ist, indem der Frühling den Winter vertreibt, also das Leben von Neuem beginnt. Der Herrscher des Stiers ist die Venus und das heißt, dass ein echter Stier viele Venuszüge in sich trägt. Er ist friedliebend, sinnlich und genusssüchtig, wie die Liebesgöttin Venus, die sich gern die schönen Dinge des Lebens leistet, wozu man natürlich auch Geld benötigt. Die Stiermenschen sind hilfsbereit und wollen niemanden etwas Böses. Venus lässt grüßen. Der Herrscher der Zwillinge ist Merkur. Und man ahnt schon, warum die Zwillinge immer wieder und äußerst schnell wissbegierig, ja neugierig sind, aber auch flatterhaft und als uns steht, bezeichnet werden. Merkur ist der Götterbote und er ist dafür zuständig, dass Neuigkeiten und Nachrichten zwischen den Göttern ausgetauscht wurden. Merkur ist als Bote unterwegs, von einem zum anderen, eben wie die Zwillinge. Im Krebs herrscht der Mond, der seine Kraft, sein Licht von der Sonne erhält. Er ist empfangend und schützend, bewahrt das Leben, urweiblich und mütterlich. Er steht für die Seele, für Gefühl und Emotion. So wie der Mond ständig seine Lage und Umfang wechselt, so wechseln auch die Stimmungen und Gefühle der typischen Krebse. Allerdings verfügen sie fast immer über eine hohe Mondsensibilität. Im Löwen, im Zeichen des Königs, herrscht natürlich die Sonne, der Mittelpunkt unseres Sonnensystems, der Fixstern und zentrale Punkt, um den sich alles dreht. Typisch, dass ein echter Löwe im Mittelpunkt stehen will. Er erfüllt sich mit seiner starken Strahlkraft jeden Raum, den er betritt, und er fühlt sich dazu auserwählt, etwas Besseres zu sein. In der Jungfrau herrscht wie in den Zwillingen der Merkur. Daher kommen auch einige Ähnlichkeiten. Beide sind bewegliche, intellektuelle Zeichen, die sich gut anpassen können und alles mit dem Kopf verarbeiten. Merkur steht auch symbolisch für den Verstand
Und trotzdem gibt es gravierende Unterschiede zwischen dem Merkur, der in den Zwillingen sein Domizil hat, und dem, der in der Jungfrau herrscht. Der Zwilling Merkur und damit die Zwillinge sind sehr viel witziger, gerissener und aktiver als der Jungfrau Merkur und somit die Jungfrau, die schlauer, aber keineswegs leichtfertiger, sondern erdig und bodenständig ist. Ja, das waren die ersten sechs Tierkreiszeichen und im nächsten Video werdet ihr die anderen, die letzten sechs Tierkreiszeichen, erläutert hören. Das sind dann die Waage, der Skorpion, der Schütze, der Steinbock, der Wassermann und die Fische. Die sind dann an der Reihe. Hört es euch an. Bis dahin, herzlichst eure Deria.